Die Menschen essen und denken, es würde ihr Leben nähren. Außer, dass es sie voll macht, bringt es ihnen nicht viel. Nothing much. If the nutrients do not have, wenn die Nahrung nicht das notwendige Eisen, Vitamin A, C, D, B6, B12, Folsäure, Eisen, all diese Dinge enthält, wird man viel anfälliger. Für das, was einem in den 1930er Jahren eine Orange gab, muss man heute 8 Orangen essen. Okay, ich werde mehr Pillen nehmen, mehr Pillen. So wird es nicht funktionieren. Der Grund, warum diese Pandemie einen so hohen Preis von uns fordert, es gibt medizinische Probleme, auf die ich jetzt nicht eingehe. Eine fundamentale Sache ist, dass die Nährstoffe im Boden so niedrig sind. Wie niedrig sind sie? Die Auszehrung des Bodens, ich spreche hier nur von den Vereinigten Staaten. Die Auszehrung des Bodens in den Vereinigten Staaten hat dazu geführt, dass der Vitamin A-Gehalt in allen Früchten, Gemüsesorten und allem anderen, was du isst, um 21% gesunken ist. Der Vitamin C-Gehalt ist um 30% gesunken. Der Eisengehalt um 37%. Der Calciumgehalt um 27%. Die Dinge, von denen ihr heute alle denkt, dass sie sehr gesund sind, Salate und so weiter, der Spinat, das... Was ist dein Lieblingsblatt? Der Kopfsalat und Tomaten und andere Dinge, die du normalerweise in deinem Salat verwendest, seit dem frühen 20. Jahrhundert, vom Nährstoffgehalt, den sie hatten und was sie heute haben, sind nur noch 10% übrig. 90% weniger, als es im frühen 20. Jahrhundert waren. Man isst also größtenteils Wassersäcke, ohne viele Nährstoffe darin. Hätten wir dieses Maß an Nährstoffen gehabt, wäre unsere Fähigkeit, nicht um 100%, aber unsere Fähigkeit, dem entgegenzuwirken, wäre eine andere gewesen. Wir hätten ein anderes Immunitätsniveau, das uns nicht so viel Angst einjagen würde. So viele Menschen müssen nicht sterben. Ich meine, über 6 Millionen Menschen sind auf der Welt gestorben. Allein in den Vereinigten Staaten sind es jetzt fast 900.000. Allein die Vereinigten Staaten nähern sich 900.000 Todesfällen. Die Studien über Nährstoffe in der ganzen Welt zeigen, dass der Schwund an Nährstoffen in den Lebensmitteln weltweit so signifikant ist, dass es tragisch ist, dass wir etwas essen, von dem wir denken, dass es nahrhaft ist, aber in Wirklichkeit nichts enthält. Die Frage ist nicht einmal, ich gehe nicht einmal auf Düngemittel, Pestizide, Herbizide. Ich gehe nicht einmal darauf ein. Das ist eine regelrechte Vergiftung, okay? Ich spreche von der Verarmung der Nahrungsmittel. Das an sich ist schon tragisch. Die Menschen essen, weil sie denken, dass es ihr Leben nährt. Es bringt ihnen nicht viel, außer dass es sie voll macht. Nicht mehr. Und das ist der Grund, warum wir die Pandemien fürchten müssen. Und ich habe einigen der besten Virologen der Welt zugehört. Sie alle sagen, dass dies vielleicht nicht das Ende ist, weil die Natur und die Struktur von Corona, der grundlegende Corona an sich, bereits 2, 3 Varianten hervorgebracht hat. Jetzt sprechen wir über Mr. Omikron. Er klingt wie ein Typ. Sie sagen also, dass sich weitaus virulentere und weitaus leistungsfähigere Viren mit einer kleinen Änderung ihrer Grundstruktur entwickeln können. Und sie sind sehr wohl in der Lage, das jeden Moment zu tun. Das ist es also, was jede Regierung fürchtet, das ist es, was jeder Wissenschaftler fürchtet, und das sollte das Anliegen eines jeden Bürgers sein. Aber bei all dem spielt der Boden eine entscheidende Rolle. Kommen wir zu den Lebensmitteln, die wir essen. Wenn die Nahrungsmittel nicht das notwendige Eisen haben, Vitamin A, D, C, C, D, B, B6, B12, Folsäure, Eisen, all diese Dinge, wird man viel anfälliger für jede Art von Atemwegsinfektion. Das ist eine allgemein anerkannte Tatsache. Und im Moment ist das ein ernster Zustand, denn 90% der Amerikaner haben einen Mangel an Vitamin E.
Und das ist der Grund, warum es in diesem Land die höchste Sterblichkeitsrate in der Bevölkerung gibt. Von 350 Millionen Menschen sind fast 1 Million Menschen tot. Das ist der höchste Anteil in der Welt. Es gibt Länder wie Indien und viele andere Nationen, die viel dichter besiedelt sind. Bei der Menge an Platz, die ihr habt, hättet ihr sicher sein müssen. Aber Nährstoffmangel und unverantwortliches Verhalten haben uns so viel gekostet. Wir müssen dafür sorgen, dass sich nicht noch mehr Menschen in diese Richtung bewegen. Der Boden ist also ein sehr wichtiger Faktor. 43% haben einen Vitamin-A-Mangel. Der Integritätsverlust der Haut in der Schleimhaut findet statt, wenn nicht genug Vitamin-A vorhanden ist. Und das ist ein sicherer Weg, um ernsthafte Auswirkungen durch alle Atemwegsinfektionen zu haben, die wir bekommen. Und wir müssen verstehen, dass es sich bei Covid im Wesentlichen um eine Infektion der Atemwege handelt, die sich später in verschiedene komplexere Formen entwickeln kann. 39% sind unterversorgt. 39% der US-Bürger haben einen Vitamin-C-Mangel. Und das ist sehr wichtig für die Antikörperproduktion, dein Vitamin-C. Nun gut, ich werde mehr Pillen nehmen, mehr Pillen, mehr Pillen. So wird es nicht funktionieren. Die Lebensmittel sollten es enthalten. Sie sagen, für das, was einem in den 1930er Jahren eine Orange gab, muss man heute 8 Orangen essen. Hat schon mal jemand 8 Orangen an einem Tag gegessen? Du hast das gegessen. Sie arbeiten auf einer Orangenfarm. Okay. 8 Orangen am Tag zu essen, ist für die meisten Menschen nicht möglich. Für den Gehalt einer Orange brauchst du heute 8. Wenn man all das bedenkt, ist der Boden eine sich anbahnende Katastrophe für alle. Ich sprach mit dem WFP-Direktor, der aus den Vereinigten Staaten stammt. Er sagte, dass wir letztes Jahr 9 Milliarden Dollar für die Nahrungsmittelverteilung an die hungernde Bevölkerung in Afrika ausgegeben haben. In diesem Jahr muss unser Budget um mindestens 4 bis 6 Milliarden Dollar aufgestockt werden. Sonst können wir das nicht gewährleisten, weil die Zahl der Hungersnöte, die wir in vielen Teilen Afrikas erwarten, so hoch ist. Und er sagte, dass die Menschen denken, dass dies nur in Afrika oder Asien passieren wird, ist leider nicht wahr. Er sagte, dass es bis 2035 schwere Hungersnöte in Chicago in der Region Illinois geben könnte, weil die Böden so stark ausgelaugt sind, dass dies vielleicht passieren kann. Oh, wir werden all die Lebensmittel von hier nach dort, von dort nach hier transportieren. Nein, wenn die Lebensmittel knapp sind, wird kein Lastwagen sein Ziel erreichen. Die Menschen werden sie unterwegs plündern. Hallo? Ja oder nein? Ihr Orangenesser, sagt mir, ob ihr die Orangen aus Florida nach Kanada gehen lässt. You guys are eating 8 per day. Ihr esst 8 Stück pro Tag. Ihr werdet sie auf dem Weg stoppen. Ich meine, was für eine Spaltung. Sie sagen, dass es bis 2045 überall auf der Welt zu großen Bürgerkriegen kommen könnte. Nur aufgrund der Bodenverarmung. Und sie sagen, dass der einzige Weg, wenn die Menschen nicht reagieren, wenn sie nicht die notwendigen Dinge tun, der einzige Weg ist, sich mit gentechnisch veränderten Pflanzen zu befassen, mit GVO-Pflanzen und anderen Dingen, gegen die man, es ist in Mode gekommen, dagegen zu reden, aber das wird die einzige Brücke sein, die uns durch 20, 25 Jahre bringen wird. Aber wenn man danach abstürzt, gibt es einfach keine Regeneration mehr, es sei denn, man baut den Boden wieder auf. Jedes Jahr sterben durchschnittlich 27.000 Arten von Mikroben aus, pro Jahr. Wenn wir also noch 25 bis 40 Jahre so weitermachen wie bisher, wird eine Regeneration zwischen 150 und 200 Jahren dauern. Wenn wir jetzt handeln, wenn wir die Politik jetzt ändern und in den nächsten 10 bis 15 Jahren anfangen zu handeln, dann können wir die Situation in 25 Jahren umkehren. Ich halte das für eine grundlegende Verantwortung, die wir uns selbst und den künftigen Generationen auf diesem Planeten schulden. Was denkst du?